sind live in 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Natalia Nova. Und an ihrer Seite, wie immer, die Besten der Besten, der 1% Club. Verdammt, du bist es. Nova, kennen wir uns? Nein. Ich kenne aus Prinzip niemanden, der so eine Schrottkarre fährt. Das kann man auch netter sagen. Ich muss nicht nett zu ein paar Nobodies sein, die mir den Spaß verderben. Aber ich hab dich erwartet. Dich und deine nervige Crew. Und für dich heißt es Supernova. Mann, mit dem Nickname ist sie echt gestraft. 4,5 Millionen Follower sehen das Zu eng. Gewonnen? Ich habe nicht zugesehen. Okay, was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass hier jede zweitklassige Crew mit einem Heldenkomplex denkt, sie wäre was Besonderes. Zuerst dieser Gaio-Typ und jetzt auch noch du. Das sagt die Richtige. Ihr seid alle Schnee von gestern und das nervt euch. Punkt. Du weißt, der einzige Weg zum Outlaw Rush führt über mich. Und eins verspreche ich dir. Du wirst nicht mal in die Nähe dieses Rennens kommen. Natalia. Für Pöbel wie dich heißt sie Supernova. Aber im Ernst, es ist schräg. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ganz einfach, Ty. Das sind gelangweilte Kids mit fetten Treuhandfonds. Ja, schon.
Aber sie können echt fahren, ernsthaft, als wären sie Profi-Rennfahrer. Und einiges von dem, was Natalia gesagt hat, weiß nicht. Vielleicht denke ich zu viel nach. Dafür bist du nicht der Typ, Ty. Halt die Augen offen. Du hast mich neugierig gemacht. Sieh dir die Stadt gut an, solange du noch kannst, Nobody. Lass die Show beginnen! Oh ja, ich bin in Führung! Sieht man einfach am besten. Klingt, als wärst du nicht gerade zufrieden. Es ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Das ist so ätzend. Mal egal. Diesmal werden wir dich offenbar nicht los. Das nächste Rennen steigt am Solar Project. Komm hin. Lass es. Bau unterwegs einen Unfall. Ist mir Schnuppe. Hier ist definitiv was faul. Ich habe Natalias Crew wieder geschlagen und ihr Kommentar war, es ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Was genau? Weiß nicht. Aber sie meinte auch, das Haus hätte irgendein Interesse an diesen Rennen. Jess, was zum Teufel geht hier vor? Wir haben da so eine Haustech-Erbeute. Wir wissen zwar noch nicht, was sie ist, aber sie könnte damit zu tun haben. Pass auf dich auf und bis später. Thank you.
fürs Fortune Valley Solar Project arbeiten können, wenn ich in der Schule aufgepasst hätte. Gut, dass es nicht so war. Oh Gott, sorry. Es gab einen Last-Minute-Ortswechsel. Soll das ein Witz sein? Beeil dich besser, Nobody. Sonst verpasst du das Rennen noch. Unmöglich. Oh Gott, sorry. Es gab einen Last-Minute-Ortswechsel. Soll das ein Witz sein? Beeil dich besser, Nobody. Sonst verpasst du das Rennen noch. Thank you.
Geschafft! Jetzt kann das echte Rennen kommen. Wird, bist du. Oh, Nobody, du bist so ein keine Chance.
nicht mehr viel Zeit, Leute. Halb so wild. Erzähl das mal in deiner Webshow.